So, ich bin von Ostjava jetzt auf die Insel Lombok geflogen, quasi einmal über Bali drüber, weil ich Bali ja bereits gesehen habe. Und in Lombok bin ich zuerst nach Kuta gegangen, was nicht zu verwechseln ist mit dem Kuta in Bali. Und dort habe ich im Hostel eingecheckt und gleich ein paar coole Leute kennengelernt und wir waren dann sofort eine Gruppe, die ziemlich gut befreundet war. So, wir sind jetzt hier mit der Hostel-Familie an so einen Viewpoint gegangen, der eigentlich gar kein offizieller Aussichtspunkt ist. Und ich habe jetzt einen Vlogger aus Quebec gefunden, der heißt auch Kevin und hat das gleiche Mikrofon wie ich und quatscht jetzt auch mit seiner Kamera. Jedenfalls. I speak English. You're too loud. You're too loud. No, it's okay. It's okay. Ja, wir gucken uns jetzt den Sonnenuntergang an und ich starte jetzt mal eine Timelapse und hoffe, dass es mal wieder funktioniert. Irgendjemand ist dann am Abend übrigens noch auf die dumme Idee gekommen, dass wir noch ein Durian-Shake trinken sollten. Wer Durian nicht kennt, das ist eine Frucht, die extrem ekelhaft riecht und es ist hier in vielen asiatischen Ländern sogar verboten, diese in Bussen oder Flugzeugen zu transportieren. Und das musste ich dann im Rahmen einer kleinen Wette natürlich probieren. Und ich muss sagen, es war schon ekelhaft, aber gar nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Das hier ist übrigens eine Szene aus einer Bar. Nachts um 2, ein 6-jähriger Junge versucht, für ein paar Cent Armbänder zu verkaufen. Echt sehr traurig. So, wir sind jetzt hier nochmal an den super schönen Strand gefahren, an dem wir vorgestern schon waren. Wir waren hier surfen, haben jetzt auch wieder die Surfboards mitgenommen, aber die Wellen sehen gerade nicht so günstig aus. Aber wir bleiben hier den ganzen Tag, chillen, trinken Bier, schlürfen Kokosnüsse und ja, das ist der Ausblick. Das Wetter ist geil, so wie immer. Das ist echt Paradies hier und die Leute sind so cool. Ja, ich genieße gerade hier echt meine Zeit. Relax. I the dance.
So, ich war jetzt insgesamt 4 Tage hier und hatte echt eine geile Zeit. Das einzige Problem ist nur, dass ich jetzt Fieber bekommen habe. Aber ich werde trotzdem weiterfahren auf die Gili-Inseln, zusammen mit einer netten Schweizerin, die ich kennengelernt habe. Aber vorher heißt es Abschied nehmen und der fiel, wie ihr hier seht, besonders schwer.